402, final turn in, final bearing 055. They're dead turning in. Parfümiere und wasche deinen Körper. Binde deine Schuhe sehr eng zu, trage Socken. Und Gott wird dich schützen. Erinnere dich an dein Gepäck, die Kleidung, das Messer. Du bist nur einen kurzen Moment entfernt vom ewigen Leben der Märtyrer. Töte, pflanze die Angst in die Herzen der Ungläubigen. Auszüge aus der Anleitung für Selbstmordattentäter, hinterlassen vom Todespiloten Mohammed Atta, in einem Koffer, der nicht mehr rechtzeitig verladen wird auf den Flug American Airlines Nummer 11 nach Los Angeles. Du wirst bemerken, dass das Flugzeug anhalten und dann erneut fliegen wird. Dies ist die Stunde, in der du Gott treffen wirst. New York, 8.47 Uhr. Der erste Todespilot, Mohammed El Amir Atta. 9.03 Uhr. Der zweite Todespilot, Marwan Al-Shekhi. 10.06 Uhr. Der dritte Todespilot hat sein Ziel verfehlt, Siad Jarrah. Siad war ein ausgesprochen freundlicher Mensch, auch fröhlich. Winkte denn und lachte und unterhielt sich gern. Er war nett zu haben im Haus. Vom Kopf her weiß man, dass das Mohammed war, der da mit dem Flugzeug in die Türme geflogen ist. Aber sozusagen vom Gefühl, vom Bauch, vom Herz oder so, kann man es eigentlich auch immer noch nicht glauben. Das ist einfach immer so eine Diskrepanz, weil wir ihn völlig anders kennengelernt haben. Mir fehlt das Wort, wie Mohammed El Amir als Attentäter ist, wie ich das beurteilen soll. Da fehlen mir, muss ich ehrlich sagen, die Worte. Das Wort Massenmörder, ja, es ist Fakt, natürlich, klar, es ist Fakt. Ägypten ist die Heimat von Mohammed Atta, dem vermutlich führenden Kopf der Todespiloten. Aufgewachsen ist er im Zentrum von Kairo, hier in Abdin, einem einfachen Viertel. Die Attas kamen vom Land. So recht hierher gepasst hätten sie nicht, erzählen uns die Nachbarn. Das Haus, in dem Mohammed seine Kindheit und Jugend verbracht hat. Die Wohnung, zweiter Stock links, zeigt uns ein alter Freund der Familie Atta. Er führt uns in den Empfangssalon, Statussymbol der ägyptischen Mittelschicht. Mohammed Attas Vater, von Beruf Rechtsanwalt, hat ein festes Weltbild. Der Feind stehe im Westen. Gerne poltert der arabische Nationalist gegen Israel und Amerika. Schon vor dem 11. September und erst recht danach. Amerika هي التي زرعت الإرهاب في العالم. هي اللي حطت البذرة. Amerika hat den Terrorismus in der Welt gesät. Amerika ist das Land, in dem der Terror entstanden ist. Dort gibt es, und das geben die Amerikaner ja selbst zu, mehr als 5000 Terrororganisationen. In dieser Atmosphäre ist Mohammed groß geworden. Das Kinderzimmer des Todespiloten von New York. Seine Eltern sind gläubige Moslems. Mutter und Vater leben heute aber getrennt. Attas Schwestern. Damals westliche Kleidung, moderner Lebensstil.
Hier an der Universität in Kairo studiert Mohammed Atta Architektur. Der Vater investiert viel Geld in die Ausbildung seines ältesten Sohns. Nach 3 Jahren macht Mohammed sein Examen. Ein religiöser Eiferer sei er nicht gewesen, beteuern alte Freunde. Er war folgsam, zielstrebig und fleißig. Er war anders als die anderen. Er wollte immer der Beste sein. Wenn er sich in Diskussionen nicht durchsetzen konnte, dann ist er wütend geworden. Er wollte immer die besten Zensuren und sonst nichts. Er war sehr still, man musste ihm gut zuhören. Und er war sehr ernst, keiner von denen, die das Leben leicht genommen hätten. He was not that person who take life with losing images. Er hat nie die Schule geschwänzt, so wie wir, um ins Kino zu gehen oder sich irgendwie zu vergnügen. Ein seltenes Foto. Mohammed lacht auf einer Studentenparty. Nach dem Studium paukt Mohammed Atta Deutsch, hier am Goethe-Institut in Kairo. Als Mohammed die Kurse beendet hat, beherrscht er die fremde Sprache fast perfekt. Sein Ziel? Deutschland. Mohammed Atta ist 24, als er Ägypten verlässt. Die Technische Universität in Hamburg-Harburg wirbt gezielt um ausländische Studenten. Mohammed wird hier schnell heimisch. Er studiert Städtebau. Besonders interessiert ihn die islamische Architektur im Orient. Schon bald gilt er auch hier als fleißiger, eher unauffälliger Musterstudent. Professor Dietmar Machule hat Mohammed 7 Jahre lang betreut. Mohammed war jemand, der sehr wach war, sehr aufmerksam. Sehr intelligent, klug, guckte, fragte auch, sehr eifrig war, einen Hauch zum Perfektionismus zeigte. Insgesamt in seiner Grundhaltung eher zurückhaltend, eher höflich, würde ich sagen. Ja, so ein Stück, durchaus ein Stück arabisch vornehme Höflichkeit. So habe ich ihn erlebt. Mohammed kann auch anders. In der Mensa misstraut er den Köchen. Wütend streitet sich der sonst so höfliche Ägypter um reines Essen ohne Schweinefleisch. Dass Mohammed strenggläubig ist, fällt auf, auch beim Nebenjob in einem Architektenbüro. Auch wenn wir mal im Büro gesessen haben und da gab es mal eine Kaffeerunde, er hat natürlich nie Alkohol getrunken. Er hat auch bei Obstkuchen, wo Gelatine drauf war, das war uns damals gar nicht so klar, dass in Gelatine auch manchmal Schweinefleischknochen drin sind. Also und er wusste das aber. Und hat natürlich solchen Kuchen nicht gegessen, hat auf jede Keksedose genau drauf geguckt, was da drin war, hat keine deutschen Medikamente genommen, weil er glaubte, dass da sowas auch drin sein könnte, so Gelatine. Er hat das also ganz konsequent gemacht. Das ist 1850 bis 1910. Und die hellen, 2 Jahre lang studiert Mohammed Atta in den Hörsälen, dann bekommt er ein Stipendium für eine längere Studienreise, finanziert von der staatlichen Karl-Duisberg-Gesellschaft in Berlin. Ralf Bodenstein, ebenfalls Duisberg-Stipendiat, lernt den Todespiloten von New York auf dieser Studienreise kennen. Bodenstein und Atta erkunden die islamische Architektur Kairos, schreiben einen gemeinsamen Forschungsbericht. Mohammed reist jetzt oft in den Orient, nach Syrien, in die Türkei und nach Mekka. Wo er sich am meisten darüber aufregte, das waren niemals Dinge, wie die Verwestlichung anging oder wo es sozusagen um Religion ging, sondern da ging es immer um Politik. Und da ging es halt um US-Politik, es ging um UN-Politik, es ging um den Palästina-Konflikt, es ging um den Irak-Krieg, es ging um Jugoslawien. Und er sah dahinter im Grunde eine Art von Komplott gegen den Islam auch, also gegen die Araber und gegen Muslime. Abends, erzählt Bodenstein, geht Mohammed seine eigenen Wege und gerät
so wird das FBI später erfahren, ins Visier ägyptischer Geheimdienste. Denn Mohammed sucht Kontakt zu radikalen Islamisten. Zeitweise wird nun das Telefon von Attas Eltern angezapft. Mohammed vernachlässigt jetzt jahrelang sein Studium, bricht Kontakte ab, taucht zeitweise ganz unter. Während Mohammed Atta sich zum religiösen Eiferer wandelt, spielt der Islamismus für deutsche Verfassungsschützer eine untergeordnete Rolle. Ein paar kluge Seiten im Jahresbericht der Behörde mehr nicht. Ein Versäumnis. Ich habe wiederholt die Frage gehört, warum habt ihr einen Mann wie Atta nicht erkennen können? Ist das nicht Aufgabe der Verfassungsschutzbehörden? Natürlich ist es Aufgabe der Verfassungsschutzbehörden, aber dann muss man dem Verfassungsschutz auch die Möglichkeit geben, solche Hintergründe aufzuklären. Ich will Ihnen ganz offen und ehrlich sagen, es war doch dem Verfassungsschutz untersagt, in die Hochschulen zu gehen. Wir sahen die Gefahren. Wir vom Verfassungsschutz wurden manchmal belächelt, so nach dem Sinne, aha, jetzt ist der Kalte Krieg vorbei, jetzt habt ihr euren Feind verloren. Wenn ihr jetzt auf den Islamismus hinweist, dann wollt ihr wohl neue Betätigungsfelder suchen. Nicht? Die Kräfte waren seinerzeit sehr stark auf die Beobachtung des Rechtsextremismus in Deutschland vereint oder gepolt, sodass andere Bestrebungen extremistischer Art nicht die notwendige Aufmerksamkeit seinerzeit hatten. Im Hamburger Stadtteil Hummelsbüttel, alte Landstraße 212, will das Ehepaar Kanell ein Zimmer vermieten. Gerne auch an einen Studenten. Die Hobbymalerin Rosemarie Kanell heftet in der Uni eine Annonce ans schwarze Brett. Telefonisch meldet sich ein junger Libanese. Und kurz darauf meldete sich Ziad per Telefon und kam sofort angerannt, damit kein anderer kam. Der war ganz schnell. Und es waren, weiß ich nicht, noch vor mir, frisch und nett. Da hatte er noch so eine Joggingmütze auf, sportlich angezogen, sah nett aus, gut rasiert und sagte, er wollte das haben. Kanells neuer Mieter heißt Ziad Jarrah, der Todespilot, der bei Pittsburgh in den Wald stürzen wird. Ziad Jarrah kommt aus dem Libanon. Aufgewachsen ist er in den Bürgerkriegstrümmern von Beirut. Hier erlebt er die Aussöhnung zwischen Christen und Moslems. Seine Jugend verbringt er in einer modernen, weltoffenen Stadt. Sein Vater, ein reicher Kaufmann, zeigt uns den Mercedes, den er für Ziad gekauft hat. Wenige Monate vor dem 11. September. Am Heck klebt immer noch das D. Er hatte es leicht im Leben. Er war sehr beliebt, auch bei Mädchen. Manchmal, wenn sie angerufen haben, war ich dran. Wir haben Witze gemacht. Und manche haben gedacht, ich sei Ziad und haben mit mir geflirtet. Ziad wurde verwöhnt, auch von mir und von seiner Mutter. Dieses Privatvideo zeigt einen fröhlich tanzenden Todespiloten. Ziad lebte gern und er lebte gut. Hier geht sie ja zur Schule, ein christliches Gymnasium. Seine Eltern, liberale Moslems, legen Wert auf Bildung. Nirgendwo in Ziads Jugend eine Spur von Strenggläubigkeit. Sein Lehrer erinnert sich noch gut an Ziad. Sympathisch sei der gewesen, einer, den man hier gern mochte. Und er zeigt uns nach kurzem Zögern Ziads beste Freundin. Vielleicht auch erste Liebe, so genau weiß er es nicht. Natürlich habe ich ihn auch gefragt, was er mal werden will. Pilot, hat Ziad darauf geantwortet. Fliegen, das war sein großer Traum. Ziad soll im Ausland studieren. 1995 fliegt er nach Deutschland. Er lebt 2 Jahre in Greifswald und zieht im Winter 98 nach Hamburg. In diesem Hörsaal an der Universität Hamburg studiert er Flugzeugbau.
Die Terrorfahnder sind sicher, dass er schon zu dieser Zeit ein Doppelleben führt. Dennoch studiert er in Hamburg 2 Semester, eifrig und erfolgreich. Siad Jarrah, ein überdurchschnittlich guter Student. Er muss das sehr ernst genommen haben. Und es ist deswegen umso weniger fassbar, dass er so eine Art zweites Leben geführt hat, von dem man nichts erahnen konnte. Als mein Mann starb, im November 98, die letzten Tage, dann saßen wir an seinem Bett und dann kam Ziad runter und setzte sich auf einen Stuhl neben meines Mannes Bett. So, mein Mann hat sich noch in seinen Momenten, wo er aufwachte, hat sich noch gefreut, dass Ziad da saß und dass er kam, sagte noch Ziad. Er ist manchmal zu seinen Freunden gefahren. Da fragte ich, wo gehen Sie denn hin? Ja, ich fahre zu Freunden, ich bleibe über Nacht bei denen, wir arbeiten zusammen. Dann ist er mit seinem Rucksack losgeschockt und ist losgefahren. Hat er gesagt, wohin? Nach Harburg. Das hat er gesagt, nach Harburg zu Freunden. Siads Ziel, die Marienstraße 54 in Hamburg-Harburg. Und hier wohnt jetzt der Student aus Kairo, der so lange verschwunden war, Mohammed El Amir Atta. Nach fast 2 Jahren ist der Ägypter wieder aufgetaucht. Wo er war, was er erlebt hat, darüber rätseln Fahnder, Freunde und Kollegen bis heute. Doch spätestens ab jetzt, 1998, führt Mohammed ein Doppelleben in der Marienstraße. Hier entsteht die Terrorzelle, die das Attentat von New York planen wird. Und Mohammed ist ihr Kopf. Mohammed kam, also etwa 98 muss er zurückgekommen sein. Seine Kommilitonen waren schon alle fertig. Dann kam er eben an und war verändert. Soweit ich mich heute erinnere. Er hatte einen Bart. Der Bart war gepflegt. Es war nicht, wie manche vermutet haben, wie ich jetzt höre, ein Zottelbart, ein afghanischer Zottelbart, sondern es war ein sehr gepflegter Bart. Und in dieser Zeit war der große Unterschied, dass er nicht mehr lächelte. Er lächelte nicht mehr. Er war sehr ernst und wenn ich das so sagen darf, vielleicht seine Augen glühten etwas mehr, wenn man das so ganz vorsichtig mal andeuten darf. Auch Siad Jarrah verändert sich. Aus Frömmigkeit? Ausgerechnet er? Abenteuerlust? Rosemarie Canell hat ihn gemalt. Plötzlich hatte er einen Bart. Ich habe noch gesagt, Siad, wie sehen Sie denn aus? Er hat plötzlich einen Bart, nicht? Ja, ich habe einen Bart. Und der ist ja immer dann gleich so schwarz. Hat er gesagt, warum er sich den hat wachsen lassen? Nein, hat er nicht erzählt. Nein, hat nur gelacht. Siad hat eine feste Freundin. Aysel ist Türkin, lebt in Deutschland, studiert Medizin. Sie ist irritiert, weil ihr Freund plötzlich verlangt, dass sie Handschuhe trägt und nicht mehr alleine auf die Straße geht. Aysel erzählte mir mal, dass er mehr betet. Was mich besonders überraschte, dass er mir einen Koran in Deutsch schenkte zu Weihnachten. Thorsten Albrecht, Makler und Hausverwalter, hat die Wohnung in Hamburg-Harburg an Mohammed Atta und seine Helfer vermietet. Die zahlen pünktlich. Atta, der perfekte Mieter. So, das ist die Wohnung in der Marienstraße 54, erstes Obergeschoss links. In diesem Raum hat einer der drei Herren gelebt. Hier stand ein Bett. Auf der gegenüberliegenden Seite hatten wir einen Arbeitsplatz mit Computer. Und auf der anderen Seite der Wohnung ist denn die Küche, wo die Wohngemeinschaft gelebt, gekocht und gegessen hat. Hier treffen sich die Lebenswege der Todespiloten aus Hamburg. Mohammed Atta ist schon da. Die anderen werden ihm, so glauben die Terrorfahnder heute, gezielt zugeführt. Siad Jarrah und ein Dritter. Er kommt aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Sein Name Marwan Al-Shechi, Student. Der Todespilot, der in den zweiten Turm des World Trade Center fliegen wird. Immerhin, sein Lieblingsessen hat er dem Goethe-Institut in Bonn verraten, im Deutschkurs. Hähnchen, Reis und Fisch.
Designerklamotten, Luxuskarossen, damals seine Leidenschaft, werden Zeugen später dem BKA berichten. In der Marienstraße dann die religiöse Wandlung. Al-Shechi trägt lange Gewänder, selbst den Fernseher verdammt er jetzt als Teufelszeug. Und was treibt ihn in die Marienstraße? Der lebenslustige Sia Jara preist jetzt plötzlich im Bekanntenkreis den Märtyrertod. Atta und sein Mitbewohner Al-Shechi, so wird das FBI später von befreundeten Geheimdiensten erfahren, reisen in afghanische Trainingslager. Von Attas Hamburger Terrorzelle und seinen Hintermännern ahnen die deutschen Behörden nichts. Dann plötzlich ein Anruf des FBI. Osama bin Ladens mutmaßlicher Finanzchef kommt nach Deutschland. Dass der angebliche Chef dieses Netzes hier Kontakte direkt ins Ländchen und dann ins benachbarte Bayern haben sollte, das war dann doch etwas, was wir mit einiger Überraschung quittierten. Ja, es kam ein Flugzeug und ein gewisser Herr saß drin. Der wurde dann später festgenommen. Als dieser gewisse Herr am 13. September 98 in Stuttgart einschwebt, ist der Flughafen fest in der Hand des FBI. Am Empfangsgate wimmelt es bereits von verdeckten Ermittlern. Die Beamten folgen dem Bin Laden-Mann auf Schritt und Tritt 3 Tage lang. In München schnappt die Falle zu. Mamdou Mahmoud Salim wird am 16. September 1998 verhaftet. Und der Geschäftsfreund Bin Ladens redet. Die Spur seines Geldes führt nach Hamburg. Dort, erzählt Salim, habe er einem syrischen Kaufmann diese Kontovollmacht erteilt. Sein Name Mamun Darkasanli. In Hamburg wird Darkasanli, rechts im Bild, jetzt ebenfalls beschattet. Später wird er bestreiten, etwas mit dem Anschlag auf Amerika zu tun zu haben. Damals durchleuchten Fahnder erstmals das Netz radikaler Islamisten in Deutschland. Dabei stoßen sie auf weitere Verdächtige. Mohammed Haidar Z. etwa, Afghanistan-Veteran, kämpfte als heiliger Krieger gegen die Rote Armee. Der Verdacht, er betreibe eine Reiseagentur für afghanische Trainingslager von Bin Laden. Fahnder zapfen Telefone an und stoßen auf einen gewissen Mohammed. Heute wissen sie, es war Mohammed Atta, der Todespilot. Das einzige Mal, dass Terrorfahnder Atta auf dem Schirm haben, für wenige Minuten. Danach verlieren sie ihn wieder, bis zum 11. September. Hier hätten sie ihn ganz sicher wieder getroffen. Die Al-Quds-Moschee in Hamburg. Ein Gebetshaus, in dem nach Ansicht der Ermittler nicht nur gebetet wird. Wir fragen höflich, ob wir uns die Moschee mal von innen ansehen dürfen und erhalten die Hilfe. Aber das hier vor den. Nein, wir dürfen von der Moschee. Sie irren sich. Diesmal mit versteckter Kamera. Die Moschee gilt als Hochburg radikaler Moslems. Werden hier, wie Fahnder vermuten, heilige Krieger für Bin Ladens Trainingslager angeworben? Im Gebetsraum wird gerade Hass gepredigt. Hass gegen Israel. Der Imam preist die Taliban, spricht vom Krieg gegen die Ungläubigen. Hierher kamen sie alle, Atta und seine mutmaßlichen Helfer. Hier verfasste Atta schon 1996 dieses bizarre Testament auf einem Formblatt der Moschee. Nur mit Gummihandschuhen dürften seine Leiche und vor allem seine Genitalien berührt werden. Frauen untersagt er den Zugang zu seiner Bestattung in weitem Umkreis. Mohammed Atta, ein religiöser Fanatiker, schon vor 5 Jahren. Atta ist nach Ermittlungen von BKA und FBI in Deutschland angeworben worden. Wurde er hier zum Märtyrer auserwählt? Die Moschee bestreitet alle Vorwürfe. Diese totale Hingabe an Allah, das zeichnet den Islamismus aus. Und wenn das erkannt wird, dass hier ein junger Mann ist oder ein sonstiger Araber oder Afghane oder auch Türke, der bereit ist, alles zu geben, dann wird man ihn ansprechen
und wird ihm klar machen, dass er jetzt eine Möglichkeit hat, seinen unbedingten Glauben an Allah unter Beweis zu stellen. Ich hätte mir sehr gewünscht, dass wir mehr, sehr viel mehr darüber wussten. Und dass so ein Mann wie Atta sich über Jahre hier so unbehelligt bewegen kann, das gibt mir zu denken. Ganz abgesehen davon, dass man es nicht wusste, in welchem Maße hier solche Angriffe stattfinden würden. Das war uns neu. In der Marienstraße hat sich Mohammed Atta verbarrikadiert. Tag und Nacht schreibt er wie besessen an seiner Diplomarbeit. Warum eigentlich noch? Manischer Perfektionismus oder doch noch eine Rückversicherung? Professor Machule gibt Mohammed die Note 1,7 und stolpert damals nicht über den Koranspruch auf der Diplomarbeit. Im Nachhinein, wenn man die Worte liest, mein Gebet und meine Opferung, mein Leben und mein Tod gehören Allah, dem Herrn der Welten, gesehen am September 11, ist das natürlich, klingt das völlig anders. Sehr prophetisch, sehr prophetisch, sehr prophetisch. Ohne dass wir wissen, ob er schon die letzten Konsequenzen dessen, was ihm unterstellt wird, und davon müssen wir ausgehen, ob er das da schon im Kopf hatte. Hatte er wohl. Denn zu diesem Zeitpunkt war Atta schon ein ausgebildeter Terrorist. Zusammen mit Al-Shehri verlässt er Weihnachten 99 die Marienstraße und fliegt in die Vereinigten Staaten. Spätestens jetzt sind Atta, Jarrah und Al-Shehri entschlossen, einen Terroranschlag in den USA zu verüben. Der erste Schritt, die drei melden fast zeitgleich den Verlust ihrer Reisepässe. Denn in Amerika fallen Stempel, die die Einreise nach Afghanistan verraten würden, äußerst unangenehm auf. Meist wird deshalb die Einreise in die USA verweigert. Am 25. Mai 2000 folgt ihnen Siad Jarrah. Auch er bekommt problemlos ein Visum für Amerika. Plötzlich sagte er, er ging jetzt nach Amerika. Ich sage, was wollen Sie da machen? Ja, ich werde Pilot werden. Und das war's, ganz plötzlich. Die drei fliegen getrennt, aber sie haben das gleiche Reiseziel, Florida. Wer schnell Pilot werden will, ist hier genau richtig. Viel Sonnenschein im Fliegerparadies, Flugschulen wie Sand am Meer. Eine Stunde in der Luft kostet gerade mal $50. Atta und die anderen steigen billig ab. In diesem schäbigen Motel mieten sie ein Zimmer. Paul Dragomir kann sich noch gut an die Araber erinnern. Sie zahlen im Voraus für mehrere Tage. Gleich nach dem Einchecken sitzen sie wieder hier und brechen einen heftigen Streit vom Zaun. Barsch verlangt Atta ein eigenes Telefon. Die wurden dann richtig sauer. Sie sagten, sie müssen tonnenweise E-Mails verschicken und empfangen. Tonnenweise. Die Todespiloten gehen wieder auf ihr Zimmer und warten auf den Telefonanschluss. Und warten und warten. In dieser Situation verliert der Perfektionist Atta die Nerven. Wieder blaffen die Todespiloten den Besitzer an. Der bittet die Herren höflich um etwas Geduld. Sie haben geflucht. Du verstehst das nicht. Du verschwendest unsere Zeit. Wir sind hier auf einer Mission. Ich fragte, welche Mission? Eine islamische Mission? Ich wollte doch nur einen Scherz machen. Die fanden das aber gar nicht lustig. Und plötzlich war alles vorbei, eisiges Schweigen. I mean, that was the switch. We didn't talk at all after that joke that I made, whatever. Am Fenster hängt immer noch das Telefonkabel, auf das Atta so erpicht war. Atta und Al-Shehri starten ihre Mission mit Flugunterricht. Beide sind blutige Anfänger. In dieser Piper Warrior haben die Todespiloten ihr Handwerk gelernt. Ungeduldig seien sie gewesen, erzählt Attas Fluglehrer, mürrisch und aufsässig. Im Cockpit, so seine Mitschüler, war er völlig fixiert aufs Fliegen.
I sometimes was tempted to put wave my hand in front of his eyes just to see if there was a reaction. Manchmal wollte ich ihm so mit der Hand vor die Augen fahren, nur um zu sehen, ob Atta überhaupt reagiert. Als ob der unter Hypnose steht, so kalt und gefühllos wirkte er. Ich habe in seinem Gesicht nie auch nur einen Anflug gesehen von Begeisterung, Enttäuschung, Lachen, Glück, Unglück. Atta sah immer gleich aus, total fixiert, auf was auch immer, wie ein Roboter. Utterly and totally fixated. Like a puppet being... Yeah, right, robotic. I think robotic is really the best way to say it. Greaves und Atta üben auf demselben Flugzeug. Wie Luft habe er sie bei den Übergaben behandelt, erzählt Greaves. Sie beschwert sich beim Fluglehrer, der zuckt nur mit den Achseln. Atta sei ein hochrangiger Prinz aus Arabien. Für den zweiten Todespiloten blieb dann nur eine Nebenrolle. Al-Shehi used to follow on, Al-Shehi lief immer hinter Atta her, wie ein Leibwächter. Er war anders als Atta, nicht so arrogant und aggressiv. Seine braunen Augen lachten einen immer an, auch wenn er gar nicht lachte. Al-Shehi wirkte wie ein tapsiger Bär. Er strahlte mehr Gelassenheit aus. There was one thing about him, he had brown eyes, smiling brown eyes, even if he wasn't smiling. He seemed to be so sort of like a bumbling bear almost in comparison. And he had a far more relaxed air about him generally. Zigtausend Dollar geben die Studenten Atta und Al-Shehi aus für hunderte von Flugstunden. Und überall fällt den Fluglehrern auf, dass sie sich für Start und Landung kaum interessieren. Hauptsache fliegen, vor allem Kurven. Die wollen sie üben, wieder und immer wieder. Well, I'm pretty sure that they're flying of the airplane in cruise flight, their basic airwork. Also das Flugzeug in der Luft halten, das konnten die ganz ordentlich sogar. Aber beim Starten und Landen, da haperte es. Vor allem das Landen war nicht gerade ihre Stärke. Niemand ahnt, warum den beiden so gar nichts daran liegt, wieder heil runterzukommen. Einmal hätten sie sich fast verraten beim Surfen im Internet. There was one day, a lot of merriment coming from the computer room, and I found them there, Atta and Al-Shehi hugging each other. Eines Tages hörte ich Jubelschreie aus dem Computerraum. Sort of und da umarmen sich die beiden und springen um mir wie kleine Kinder. Die waren total außer sich. And I remember thinking, gosh, there is some life in them after all. Guck mal, dachte ich, die zwei, da steckt ja doch noch sowas wie Leben drin. Mein lieber Mann, das müssen aber tolle Neuigkeiten sein. My goodness, they must have had some brilliant news. Diese Neuigkeit, Mitte Oktober 2000. Bin Ladens heilige Krieger zerschießen den US-Zerstörer Cole. 19 Tote. Gelten die Freudentänze der Todespiloten ihnen? Hier, ebenfalls in Florida, wohnt der dritte Todespilot, Siad Jarrah. Anders als Atta und Al-Shehi sucht er Gesellschaft, teilt Wohnungen mit anderen Flugschülern und lässt es locker angehen, fährt einen Sportwagen, macht öfter mal blau. Siad hilft den anderen bei Hausaufgaben, fährt einkaufen, abends kocht er für alle. Ein netter Typ, so erleben ihn seine Mitbewohner. Im Nachhinein fällt mir auf, dass er sich so an Diskussionen, wenn es darum geht, was man später mit seinen Pilotenlizenzen machen möchte, dass er sich da nicht beteiligt hat, dass er dazu gar nichts gesagt hat. Wir haben natürlich dann viel darüber gesprochen, für welche Fluggesellschaft wir später fliegen möchten oder wo man sich bewirbt oder ob man vielleicht Fluglehrer werden möchte noch zwischendrin. Und da in die Richtung kam von Siad gar nichts, da hat er sich überhaupt nicht zu geäußert. Thorsten Biermann ist einmal mit Siad geflogen und dann nie wieder. Denn im Cockpit zeigt der nette WG-Kumpel plötzlich sein anderes Gesicht. Fanatisch und rücksichtslos. Siad fliegt bald nur noch alleine. Normalerweise ist es halt so, dass man, wenn man zu zweit im Cockpit sitzt, dass man da auch zusammenarbeitet, dass halt einer das Flugzeug fliegt, der andere macht den Funk und die Navigation, man teilt sich halt auch die Entscheidung und die Arbeit, und das war mit ihm halt nicht möglich. Als ich mit ihm geflogen bin, hat er sich alles an sich gerissen, hat das Flugzeug geflogen, hat den Funk gemacht, hat entschieden, ob getankt wird oder nicht, und ja, davon war ich halt nicht so begeistert. Hilfsbereit und rücksichtslos. Siad lebt zwei Leben gleichzeitig. Tarnung, Zweifel,
Den Märtyrertod vor Augen schmiedet er Zukunftspläne, schickt seine Freundin Eisel zu den Eltern in den Libanon, will heiraten, Kinder haben. Im August kam seine Verlobte zu uns. Siad hat gesagt, schaut sie euch an. Wenn sie euch gefällt, wollen wir heiraten. Dann hat er 5-mal angerufen an einem Tag. Wollte wissen, ob sie uns gefällt. Und wir sagten, okay, mach mal. Dann machen wir es, rief er und lachte. Doch Siad hat ganz andere Pläne, trainiert für seinen letzten Flug. Kraftmaschinen lässt er links liegen, er sucht etwas Spezielles. Und findet Bert Rodriguez. Boom, turn as many of the straight muscles as possible. If you want to get a little bit more, bam, spring, which again will add. Der Mann ist Kampfsporttrainer und offenbar genau der Richtige. Mitglied Nummer 5087. Siad Jarrah bucht Einzeltraining 2 Wochen lang. Inzwischen wird er auch hier als Terrorist geführt. I looked at him as a businessman. He told me that he was traveling, that he would be. Ich hielt ihn für einen Geschäftsmann. Er erzählte mir, dass er viel reist und manchmal in Situationen kommt, in denen er sein Leben verteidigen muss. Es ging ihm darum, seine Angst zu kontrollieren. Lebensgefahr? Siad Jarrah trainiert offenbar für jenen Augenblick, in dem er das Cockpit erobern muss mit aller Gewalt. Angst? Siad Jarrah wird am 11. September abstürzen, der einzige Todespilot, der sein Ziel nicht erreicht. Während Siad versucht, seine Angst zu bekämpfen, prüfen Atta und Al-Shehhi noch andere Waffen. Mehrfach kreuzen sie bei dieser Firma auf. Die versprüht Pestizide aus der Luft. Plant Atta einen Giftanschlag? Oder will er die Tanks mit Benzin füllen und als fliegende Brandbombe angreifen? Er stellt seltsame Fragen. It's just unusual for people to ask what the range of the airplane is and are they hard to fly? Es ist einfach unüblich, dass Leute nach der Reichweite der Flugzeuge fragen. Sind sie schwer zu fliegen? Wie startet man die? Solche Fragen sind einfach nicht üblich. Are not ordinary. Atta, ganz Perfektionist, hat eine Videokamera dabei, will unbedingt ins Cockpit. Die letzte Trainingseinheit der Todespiloten. Jetzt steigen sie um von einmotorigen Sportflugzeugen auf Jumbojets. Atta und Al-Shehhi buchen 6 Stunden im Flugsimulator. Mehr nicht. Start und Landung stehen erst gar nicht auf dem Übungsplan. Wieder wollen sie vor allem scharfe Kurven fliegen. Jetzt steht ihr Entschluss offenbar fest, mit einer vollbesetzten Passagiermaschine anzugreifen. Siad hat mich ja vor einem Vierteljahr hier noch angerufen und hat gesagt, hallo, hier ist Siad. Ich sage, wo sind Sie denn? Ja, in Amerika. Ich sage, was machen Sie denn? Ja, ich fliege. Ich sage, was fliegen Sie denn? Können Sie denn ein großes Flugzeug schon fliegen? Ja, ich kann einen Airbus fliegen. Er hat sich wohl verabschiedet. Das Gefühl habe ich. Während Jarrah sich verabschiedet, bastelt Atta an der Logistik des Massenmords. Er vernetzt sich mit den Terrorzellen von Bin Laden, trifft bekannte Terroristen, Hintermänner, Diplomaten. Ein teuflisches Räderwerk. Wenige Wochen vor dem Anschlag. Atta im Sündenbad Amerikas. Was er ausgerechnet hier will, darüber rätseln Fahnder und Einwohner bis heute. Später werden sie aufgeregt spekulieren. Denn nach symbolischen Anschlagszielen hätte der fanatische Todespilot nicht lange suchen müssen.
Fest steht, in der Econo Lodge trifft sich Atta mit anderen Anführern der Selbstmordkommandos vom 11. September. In diesem Zimmer hocken die Terroristen den ganzen Tag zusammen, besprechen letzte Details. 19 Entführer werden am 11. September den Anschlag verüben, verteilt auf 4 Terrorzellen. Hier findet das einzige bisher bekannte Treffen ihrer Anführer statt. In diesem Zeitraum registriert der ägyptische Geheimdienst einen Anruf Attas bei seinem Vater in Kairo. Und dabei erwähnt Atta auch seine Reise nach Afghanistan 1999. An ihrem letzten Abend in der Zockerstadt lockt die Todespiloten noch einmal das süße Leben. Im Olympic Garden ist dieser Tisch noch. Hier gönnen sich Mohammed Atta und die anderen Gotteskrieger einen kleinen Vorschuss auf das Paradies. Später wird sich die Tänzerin über das lausige Trinkgeld der arabischen Gäste beschweren. Elfter September, Flughafen Boston. Das letzte Foto von Mohammed Atta. Wenige Stunden zuvor, Siad Jarrah, der Märtyrer, ein letztes Mal ganz menschlich. Er verabschiedet sich von seiner Freundin mit diesem Brief, handgeschrieben, auf Deutsch. ISIL könne stolz sein auf ihn. Es sei eine Ehre, so zu sterben. Alle würden sich über das Resultat freuen. Und er tröstet sie, Kopf hoch. Die Sieger haben nie den Kopf runter. Er war eben wirklich ein ganz Lieber. Tja. Ich meine, man kann es gar nicht mehr sagen, denn es ist nicht lieb, wenn man so etwas macht. Das ist nicht mehr lieb. Das ist nicht lieb. Und ich kann eigentlich auch nicht sagen, es war ein lieber Junge, denn dann ist es eben kein lieber Junge, muss ich ehrlich sagen. Denn es ist kein lieber Junge mehr, der sowas macht. Nein. Wut möchte ich nicht aufkommen lassen. Wut möchte ich nicht aufkommen lassen. Das ist irgendwas, es ist eher also irgendwie eine verzweifelte Enttäuschung, dass so eine Offenheit und so ein Engagement und da ist so wieder sowas. Ich bitte um Entschuldigung.